Herzlich willkommen zurück zu Let's Play auf Deutsch. Jack the Line 2. Ja. Gerade den Drassenflughafen erobert mit unseren tapferen Recken. Wie soll's jetzt weitergehen? Erstmal noch kurz hier ein paar markante Stellen durchsuchen, ob man was Interessantes findet. So, Steroid. Mach hier mal die Tür auf. Jetzt können wir uns hier mit Waldo unterhalten. Vielleicht finden wir interessante Sachen. Scheint nicht so ganz der Schlauste zu sein. Okay. Also, es gibt noch einen Piloten für den Helikopter. Ja, hier befindet sich auf jeden Fall irgendwo noch ein Pilot in der Umgebung für diesen Helikopter und versteckt sich, weil er nicht für die Armee arbeiten will, aber für uns und die gute Sache arbeitet er natürlich dann, wenn wir ihn finden. So, Medkit. Die anderen Dingern ist meistens nur Benzin oder sowas. Gut, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, Ira lassen wir mal hier und sie soll Milizen ausbilden. Das kostet $750 für einen 10er-Pack Milizen. Und die sorgen dann dafür, dass diese Stadt verteidigt werden kann, selbst wenn wir mit keinen Söldnern da sind. Gut, hier alles in Ordnung. Und dann weiter Richtung Süden. Gotcha. Den nächsten Ort erobern. We know the enemy is here. They could be planning anything. Okay. Gucken, wie viele es diesmal sind. Also man sieht es nicht, wenn man eine Stadt angreift. Aber mal schauen. Ich würde sagen, wir starten hier zusammen. Ja. Hier, der mit Rest. Oh. Nein, nein, nein. Verklickt. Okay, aber Steward kümmert sich um ihn. Erster Treffer. Daneben. Okay, Bums, komm schon. Außerhalb der Reichweite, aber egal. Yeah. Schöner Treffer. Nicht so schöner Treffer, aber dann haben wir immer noch Grunty. Grunty. Nein. Yeah. Schön. Nicht am Boden. Is a dead enemy. Und Grunty hat sich sogar verbessert. Ein Punkt Zielgenauigkeit hinzugewonnen. Ich weiß nicht, wie viele Gegner es sind. Hoffentlich nicht allzu viele hier. Das hätte auch böse ins Auge gehen können vorhin. Ja, hier laufen relativ viele Zivilisten rum. Das zieht die ganze Sache ein bisschen. Hoffentlich hat er seine Waffe gegessen. Nein, sehr gut. Sehr gut, das ist doch... Das ist was für Grunty. Eine Schrotflinte. Ja. Schrotflinte mit Buckshot, also mit Schrotmunition und keiner festen Kugel. Das könnte sich im Laufe des Spiels noch als nützlich erweisen. Wir müssen nämlich alles nehmen, was wir kriegen können. Okay. Ein Gegner. Reicht. Reicht. Nummer 2 tot. Target dispatched. Grunty hält unten Ausschau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, aber in Nacht kann man wesentlich besser kämpfen. Ich glaube, das wird auch spätestens. Ja, der große Vorteil ist, dass die ganzen Jungs hier natürlich Nachteinsatz als Fertigkeit haben. Das heißt, faktisch alle können weiter gucken, ein Feld weiter gucken als der Gegner. Außer jemand von denen ist mit Nachtsichtgeräten ausgestattet. Was aber in dieser Spielphase eher unwahrscheinlich ist. Also jedenfalls, Grunty und mein Spielercharakter sind jedenfalls mit dieser Fertigkeit ausgestattet. Yeah!
Sehr gut. Alright. I'm hearing weird noises, yeah. Standing by. Standing by. Ja. Ein weiter kriechen. Oh, ich kriege eine Unterbrechung. They probably haven't strayed too far. Standing by. Ja. Think I heard a suspicious sound. Okay. Standing by. Might be worth a look. Ja. Understood. Zeigt euch hier dreckigen Schweine. Understood. Ja. Standing by. Gotcha. Ja. Understood. Standing by. Okay. Understood. Wo sind die? Das ist der letzte hier. Understood. Think I heard a suspicious sound. Let's show them what we are made of. Gucken, ob man einen Kopfschuss schafft. Nee. Nochmal. Yeah. Standing by. 3 Punkte Weisheit verloren. Ah. Okay, nochmal probieren. Nein. Okay, jetzt muss natürlich der. Yes. Die anderen mussten jetzt mal ihr Bestes versuchen. Mm. Ja. Aber wir können ihn ganz gut unten halten. Das kostet ihn auch alles Punkte, die er jetzt nicht mehr benutzen kann. Gut. Ah, ich mag Grunty. Ja. You must not forget that we have left our enemies hiding. Understood. Hm. Ist dabei? Nee, sieht nicht so aus. Gut. Sollte dann schon ein Großteil gewesen sein. Hier dürften sich jetzt nur noch ein paar aufhalten. Und möglichst sollten wir uns hier von dem Licht fernhalten. Zivilist. We have some inconveniences to dispose of. Das wird dann wohl auch schon sein. Unser letzter. Mhm. Täusch mich, Banz. Du enttäuscht mich. Standing by. Ja, es läuft alles erstaunlich problemlos. Gefällt mir. Gefällt mir momentan richtig gut. Jetzt müssen sie nur noch ihre Waffen fallen lassen. Auch eine Sache, die, wenn man diesen 1-1-3-Mod spielt, beeinflussen kann. Kann man einstellen dort, dass die alle ihre Waffen fallen lassen. Also alles, was sie dabei haben. Ist natürlich auch ein bisschen doof, wenn man dann sehr, sehr schnell sehr viel Zeugs kriegt, was man verkaufen kann. Geldprobleme AD. Okay. So viele sind hier nicht mehr übrig. Ich frage mich nur, wo der letzte ist. Hier ist die örtliche Bar, hier kann man schon mal gucken. Yes. Understood. Mit einem, keine Ahnung, Bands oder so. Understood. Standing by. Yes. Alright, then. Ist hier anwesend? Scheint niemand, oder? Wir haben diese Zeit oft eher verwunderlich, wenn die Bar gut besucht wäre. Ja, Grunty. Mann. Ah, das ist das Spielchen, was ich immer am meisten hasse. Das sucht den letzten Gegner. Die soll ich vielleicht nicht so im Licht rumstehen lassen. Bloß nicht überraschen lassen. Das ist das Einzige, was schief gehen könnte. Okay. Na, ja, verdammt. Windows-Taste, Windows-Taste, Windows-Taste. Gucken, wie sich das auf das Video auswirkt. Ich hoffe mal, gar nicht. Was? Okay, wie konnte der denn übersehen werden? Nein. Ja. Sehr gut, 13,50er Magazin. Gut. Nächster Sektor gesichert. Und dann kurze Pause und dann geht's weiter mit dem Minensektor von Drassen.